du dich schon bewundert, dich gefragt, wie schafft die das? Immer klein in ihrem Laden, wer kauft denn bei ihr noch was? Andern hat das Riesenkaufhaus, was seit einem Jahr da steht. Mit den Billigangeboten längst die Gurgel zugedreht. Und die tragen ihre Pleite als ihr Schicksal mit Geduld. Oder geben sich wie Emma Klein daran auch noch selbst die Schuld. Will nur mal fragen, sagt, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht. Wärst schon gern mal reingegangen, hättest gern irgendwas verlangt. Doch weil auf deiner Einkaufstüte fett die Kaufhauswerbung prangt, traust du dich nicht, siehst im Fenster kaum noch Ware im Regal. Willst einander mal was holen, doch es gibt kein nächstes Mal. Denn es kommt, wie's kommen musste, und es überrascht dich doch. Wo das Haus der Emma Klein stand, ist nur noch ein Bagalon. Will nur mal fragen, sagt, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht. Wovon wird Emma Klein nun wohnen? Keiner weiß, wovon sie lebt. Steht allein da und dann hat sie als Geschäftsfrau nie geklebt. Schon seit Jahren hoch verschuldet, machte sie in ihrer Not einfach weiter die Regale voll schimmeligem Brot. Von Kindheit an schon so erzogen, hatte sie bis jetzt den Schein. Und deshalb frisst sie all ihr Elend in sich rein. Will nur mal fragen, sagt, warum schlagen so viele Leute gestern voll ins Gesicht und merken es nicht. Nun hat die Bank schon zugeschlagen und ganz schnell fast über Nacht das Haus samt Laden abgerissen und nen Parkplatz draus gemacht. Der gehört dem Riesenkaufhaus und das wiederum der Bank. Doch das Schärfste ist, dass Emma Klein vor Kummer sterbenskrank und bettelarm sich doch noch immer zu den Unternehmern zählt. Und am Wahltag schließlich die Partei der eigenen Enteigner wählt. Will nur mal fragen, sagt, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht. Oh, will nur mal fragen, sagt, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht.
Denkt mal drüber nach.